Ja, guten Morgen zum freitäglichen Videotagebuch. Gestern war die letzte Diskussion in einer Schule mit wieder 300 Schülern etwa, in einem Berufskolleg. Und das war jetzt so die sechste, siebte Diskussion in einer Schule. Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut die Diskussionen waren. Und es wurde auch in dieser Diskussion von den Schülern wieder die Frage angesprochen, wie sieht eigentlich die Verschuldung der Stadt aus und was kann man dagegen tun, dass die Verschuldung nicht immer weiter steigt und wir durch Zinslasten immer weniger Handlungsspielraum haben. Ich finde das sehr, sehr gut, dass junge Leute nicht nur fragen, wie geht es mit meiner Schule weiter und was mache ich in der Freizeit, sondern sich auch weitere Gedanken machen. Die Jugendlichen von heute sind überhaupt nicht politikverdrossen. Sie wollen ernst genommen werden und sie ärgern sich über manche Gewohnheiten einiger Parteien und einiger Politiker, aber das darf man nicht verwechseln mit der Verdrossenheit an Politik überhaupt. Heute stehen im Vordergrund wieder zahlreiche Besucher auf Marktplätzen und in Einkaufsstraßen und Treffen mit verschiedenen Multiplikatoren. Wir werden schon bis Sonntagnachmittag das Programm beibehalten und möglichst viele Leute bitten und auffordern, zur Wahl zu gehen und vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Insgesamt geht ein Wahlkampf zu Ende, der überwiegend relativ fair und sachlich war. Herr Rothaus rutscht heute ein bisschen aus in der Bild-Zeitung, wo er dem Kandidaten der FDP und mir unterstellt, wir wollten die Wohnungen der GAG an private Investmentfonds verkaufen. Das ist ziemlich dumm. Es ist nicht die Wahrheit und das weiß Herr Rothaus auch. Ich werde mal überlegen, ob man da noch was macht. Ansonsten aber war der Wahlkampf bislang überwiegend von Sachlichkeit geprägt und das ist gut. Gestern Nachmittag war ein besonders schönes Erlebnis noch, das Treffen mit zwei Falknern vor dem Kölner Dom. Und ja, ich durfte ein bisschen mitmachen und habe mit einem Weißkopfseeadler ein paar Anflüge trainiert, was Riesenspaß gemacht hat. Es ist ein tolles Gefühl, einen Adler auf der Faust sitzen zu haben. Anschließend war dann im belgischen Viertel Canvassing und ein bisschen Kneipen besuchen mit Andrea Fischer, die aus Berlin extra gekommen ist. Ein paar etwas engerstirnige Grüne haben sich darüber geärgert und die allermeisten fanden die Idee ziemlich gut und fanden es auch recht gelungen. Wir sehen uns morgen.